kommen so viele Menschen, weil der NRV und das Olympic Team und auch die NRV-Familie doch sehr, sehr verwachsen ist. Es wird über die Regatten und Erfolge geredet, auf der Kieler Woche, über das Wetter sowieso, weil dieses Jahr ist besonders gut. Und sicherlich auch, weil wir gute Musik machen und einfach Spaß haben. Du bist einer der fast Mitgründer, hätte ich jetzt gesagt, auf jeden Fall einer der ersten Gönner des Olympic Teams. Was ist das Besondere beim Olympic Team? Also erstens, dass es wirklich eine Geschichte ist, wo man sich als Partner mit aufgehoben fühlt und das Ganze ist wirklich als Team aufgezogen. Es wird bei König und Bauer auch nach innen reingelebt, logischerweise. Erfolg kann nur dann stattfinden, wenn alle zusammen das Gefühl haben, wir sind auf der richtigen Schiene und wo wir sind, ist vorne. Toll, Marinepool, das ist ja gerade angesprochen, ist für mich persönlich, als ich gesegelt bin, auch ein langjähriger Partner von uns gewesen. Wir haben die Bekleidung mitentwickelt oder beziehungsweise immer Feedbacks gegeben und Prototypen getestet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch schön, wenn man jetzt junge Nachwuchstalente sieht und in einer gewissen Weise denen natürlich auch Unterstützung zukommen lassen kann. Und ich denke, dass da auch ein gutes partnerschaftliches Verhältnis daraus entstehen kann und ich vielleicht auch die ein oder anderen Tipps geben kann. Jetzt hast du ja dem Youth-Team quasi die Möglichkeit gegeben, vernünftig ausgerüstet auch zu Erfolgen zu segeln. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Natürlich kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich dann fragen will, was möchte ich jetzt mit meinem Segelsport machen? Möchte ich aktiv weiter segeln, Leistungssport betreiben? Gut, sie machen auch jetzt schon Leistungssport, aber dann kommt der Schritt, dass man in eine olympische Bootsklasse umsteigen möchte. Und da fragt man sich natürlich, wie verbinde ich das? Auch, dass ich nicht ganz vergesse, dass ich jetzt auch mich beruflich weiterentwickeln muss oder studieren will. Und ich glaube, ich persönlich habe da eine Erfahrung gemacht, da war das noch nicht so das Umfeld geschaffen für die Segler, wie es heutzutage ist. Man kann ja jetzt einfach nach Kiel kommen und hat einfach die Möglichkeit, neben seinem Sport auch vernünftig weiterzuspielen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für sie. Und ich glaube, man darf nicht irgendwie mit Angst an die Sache herangehen. Man muss es auch einfach mal wagen und diesen Schritt gehen und sich dafür entscheiden, ich versuche das jetzt mal 3-4 Jahre lang. Und es ist auch ganz egal, ob man mit Mitte 20 sein Studium abgeschlossen hat oder seine Berufsausbildung. Man kann es genauso gut auch noch mit Ende 20. Und ich denke auch, dass man da auch die Möglichkeit hat, vor allem wenn man auch mit seinen Partnern gut zusammenarbeitet, dann auch den entsprechenden Einstieg ins Berufsleben zu schaffen.